Die Polizei fand eine Waffe. Die Beziehung zwischen dem Mann und der Frau ist unklar. Kurz darauf fanden die Beamten die Leiche eines Mannes, jedoch auf einer anderen Ebene. Nach ersten Angaben wiesen beide Leichen der 50-jährigen Frau und 7- und 40-jährigen Mannes Schussverletzungen auf. Die Polizei bestätigt, dass neben den Toten eine Pistole gefunden wurde. Mann und Frau ein Paar? Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Also erschoss der Mann zuerst die Frau und dann sich selbst. Die Beziehung zwischen ihnen ist unklar. Es ist auch nicht bekannt, ob er die Waffe legal besaß. Die Polizei müsse zunächst sichergestellte Spuren auswerten und die Hintergründe klären, sagt ein Sprecher der FAZ. Zuvor war an der Frankfurter Hauptwache ein Toter gefunden worden. Dort wurde ein Mann von einer S-Bahn überfahren und starb. Dort wurde er von einem herannahenden Zug erfasst. Nach Auswertung der Überwachungsvideos geht man von einem Unfall aus.